Hallo. Eine Nora. Hier. Du bist weit weg von zu Hause. Du hast wohl recht. Ich suche einen Kräuterkenner namens Nilo. Ich glaube, du hast seinen Namen erwähnt. Du bist am richtigen Ort. Seine Samen sind hier vergraben, wo er die Blüten anderer pflegte. Zum Beispiel meiner Mutter. Ich bin seine Tochter, Gia. Seit wann ist er denn tot? 5 Jahre jetzt. Er steckte viel Liebe in diesen Hain. Fast so viel, wie er mir gab. Deshalb könnte ich Flusslied nie verlassen. Ich möchte gern ein paar Blumen da lassen, wenn ich darf. Von einer alten Bekannten. Scharlachstiele. Sie sind selten hier, aber sie waren ihm am liebsten. Ich wusste nie, warum. Er pflanzte sie, wenn er konnte, doch er pflückte sie nie. Er zog es vor, sie blühen zu sehen. Das klingt doch gut. Er war also ein guter Mann, der ein gutes Leben hatte? Das war er. Und das hatte er. Ich weiß nicht, wer die alte Bekannte ist. Aber wenn mein Vater sie mochte, muss sie eine gute Seele sein. Sagt sie es ihr nicht? Schade. Hätte gern gewusst, was sie dazu sagt. Danke, dass du mir diese Erinnerungen an meinen Vater gönnst. Ja, gönn dir, ne? Ciao, tschüss, brenn ja auch ein Tüdelü. Oh, voll unsensibel. Nee, ernsthaft jetzt. Voll schade irgendwie, ne? Gut zu wissen, dass mein Vater jemanden hatte, dem er wichtig war. Du guckst in die falsche Richtung, ich stehe auf der anderen Seite. Scharlachstiele ließen meinen Vater immer lächeln. Danke, dass du mir diese Erinnerungen an meinen Vater gönnst. Ja, gönne ich dir. Ja, schön. Oh, hier gibt's einen Händler. Auf geht's. Es tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Was? Ja, vertrau mir doch nächstes Mal gleich, Kollege. Aber voll der Gönjamin. Ich bin Gönnabu. Oh, ein paar Echo-Hülsen. Echo-Hülsen, 3 Stück, nice. Wir müssen mal ein paar kaufen. Hi. Gib mir mal bitte Echo-Hülsen. Oh Gott, ich werde so arm. Ja, hier, komm. Gib mal 100 Stück. Heieiei. Ein guter Handel, ein guter Tag. Ja, finde ich auch. Ah ja, gut, sind wir erstmal losgeworden. Achso, hatte die noch andere Sachen? Nö, nur Werkzeuge, die sind mir egal. Kann ich Sachen eigentlich in den... Kann ich nicht, ne? Ich kann keine reinlegen, oder? Nee, ich kann nur rausnehmen. Nee, halt, stopp, warte mal. Inventar hier oben. Kann ich nochmal 100... Nee, Rohstoffe war das, ne? Nee, halt, stopp. Rohstoffe? Echo-Hülsen. Faserwurz. Okay. Echo-Hülsen. Ja, alles lagern. Go. Dann kaufen wir uns nochmal 100, dann haben wir erstmal. Müssen wir halt mal ein paar Euronen ausgeben, ist halt so. Naja, gut. Dann haben wir erstmal. Ist halt ein bisschen teuer, aber das ist wichtig. Müssen wir ein bisschen sparsamer mit den Echo-Hülsen umgehen. Aber ich reiß halt gerne die Bauteile ab. Okay, Leute, wir haben das. Soweit. Jetzt müssen wir den ganzen Weg zurück. Ich würde gerne wissen, was das hier ist. Da gehen wir mal eben hin. Und dass wir hier nicht hinkommen, das ist uns ja bewusst, weil da vorher ein blockierter Weg ist. Aber das würde ich mir gerne noch anschauen. Und eins muss ich noch mal sagen. Damn, sieht der Moos geil aus. Ich bin ja schon mal in den Fotomodus gegangen. Können wir eben noch mal kurz noch mal machen. Und, achso, ich kann hier mich nicht umgucken. Schade. Selige Wurzeln haben. Ja, Gönnung, ne? Schade, jetzt sieht man den Moos hier nicht mehr.
Der ist halt, das sind halt alles ganz viele kleine Planes, für diejenigen, die sich mit 3D-Art auskennen, ganz viele kleine Planes, die ineinander gesteckt sind mit dieser Textur drauf. Ich finde, das sieht so extrem gut aus. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. Aber ja, wie sage ich immer so schön, Polygone sind gar nicht mehr das Problem zu rendern, sondern Texturen und Shader. Aber gut, da gehe ich zu sehr ins Detail. Oh, ich will ehrlich gesagt gar nicht fighten, aber ist das so ein Spitzenvieh, ne? Ja, komm. Jawoll, das hat sich gelohnt. Warum rennen die denn jetzt alle weg? Hä? Warum hauen die denn ab? Ich habe immer noch auf Rot, aber... Ach da. Was ist denn das hier für eine Sumsumfliege? Hau mal ab, wo bist denn du? Kann nicht wahr sein, ey. Jo. Guten Tag. Jawohl. Jetzt aber schnell. Jetzt schnell, 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 schnell. Schaffe ich nicht mehr, ne? Johoho, was war das denn? Nein! Schreiter da hinten will gar nicht eingreifen anscheinend. Scan-Einheit. Also die Musik ist immer auch sehr, sehr, okay. Jetzt. Na gut, dann looten wir erstmal und dann gucken wir erstmal weiter. Säure verursacht hier kaum Schaden. Reitbar? Ich will das als Reittier haben. Da gehe ich gleich mal hin, nachdem ich gelootet habe. Wir können so ein Rohrvelo als Reittier benutzen. Da müssen wir jetzt aber leise uns ranschleichen. So, jetzt erstmal nochmal nach Loot schauen. Da müssen wir uns leise ranschleichen dann. Was ist denn der Robo-Velo jetzt? Da kommt er. Okay, der kommt hier oben lang. Oh shit. Hat er uns echt gesehen jetzt schon? Ein gut gepanzerter Kopf. Muss ein Rotaugenwächter sein. Wo ist er? Geh
Geht er hin oder nicht? Ja, er geht hin. Eine Sekunde noch. Jawollo! Wir haben ein Robo-Velo gezähmt und der ist jetzt unserer für immer. Nice. Und dann machen wir erstmal die anderen hier platt. Oder kann ich die auch... Kann ich die gegeneinander kämpfen lassen vielleicht? Muss nur näher rankommen. Oder hinten ist noch einer. Ist das ein Spitzenvieh? Der ist ein normaler. Der ist hier so ein bisschen festgebackt, kann das sein? Das ist ja brutal hart. Alter! Jo, warte mal. Chill mal kurz. Ich muss mich mal kurz umpositionieren. Wo ist denn der? Ah, fuck. Ich muss ausweichen. Shit, Alter. Durchzucken das Ding. Das wollte ich gar nicht. Ach Mann, das wollte ich gar nicht. Ich wollte den gar nicht killen. Ich wollte den mir diesen Spezialskill reinziehen, damit ich... Ach, naja, ist ja egal. Na gut. Dann hier noch ein Pilzchen. Sehr schön. Na gut, dann haben wir das auch so erledigt. Ist ja auch okay. Dann reiten wir auf unserem Robo-Velo den Sonnenuntergang entgegen. Cool. Oh, alle normalen Reitmaschinen geritten. Sehr schön. Sehr gut, dann sind wir auch ein bisschen schneller dort. Obwohl, so weit ist es gar nicht mehr. Hüpf. Sehr gut. Irgendwo nach unten geht es. Okay, ich nehme an, wir müssen hier aber dann wahrscheinlich irgendwo hin abtauchen. Oder gibt es hier eine Höhle? Ich gehe mal... Ah, hier. Oh, Grünland. Ah, kann sein, dass wir hier schon mal waren. Und sogar gestorben sind. Kann ich mir gut vorstellen. Dass wir abtauchen wollten, aber es halt nicht konnten, weil wir noch nicht die Maske hatten. Und dann wahrscheinlich fast verreckt sind. Ja gut. Na dann, umso besser, dass wir es jetzt können. Auf geht's. Hoffentlich, dass es da unten ein paar Grünglanzplatten gibt. Das wäre cool. Ah, hallo. Grünglanz. Ich Glückspilz. Ja. Da geht's erstmal weiter. Wahrscheinlich. Oh, da geht's überall weiter. Okay, dann gehen wir doch erstmal dahin. Machen wir erstmal das auf. Sehr gut. Heilige,
das geht ja... Alter, was ist denn das für ein... Wie verworren ist denn das hier bitte? Oh, damn. Ich weiß gleich nicht mehr, wo ich herkomme und wo ich hingegangen bin. Das sieht nämlich alles gleich aus. Gehen erstmal hier hin. Oh. Hallo? Was? Kann es sein, dass wir hier... Sie wissen, dass ich... Ja, das wissen sie. Heilige, habe ich mich verjagt. Ui. Klanghülse. Okay. Oh nein, wer bist du denn? Eine Kaja. Okay. Jedenfalls so, wie ich das an den Kleidungen halbwegs erkenne. Oh, da oben. Oh, schön. Da oben scheint es weiterzugehen. Achso, da geht es nur wieder ins Wasser. Da oben scheint noch was zu sein. Ist vielleicht der Ausgang? Ich weiß es nicht. Sehr spannend. Weg damit. Oh ja, das ist der Ausgang. Aber wir müssen noch mal runter ins Wasser. Wo sind wir denn? Der wird mir immer noch so angezeigt. Ah, da sind wir. Okay. Ich gehe aber nicht runter. Sondern gehe nochmal zurück ins Wasser, weil wir sind da diesen anderen Weg noch nicht lang geschwommen. Da würde ich mich gerne nochmal umgucken. Sind wir hier? Das, hier sind wir, glaube ich, durchgekommen. Und dann ging es hier unten noch weiter, wo ich nicht lang gegangen bin, ne? Ich glaube, hier war das. Ja, schau mal. Geil. Nice. Platten wären noch geil. Glanzplatten. Da ist aber noch da drüben. Da ist noch irgendwas da hinten. Okay. Ich gucke mich erstmal hier in dieser Höhle noch um. Aber sieht nicht so aus, als ob hier noch was wäre. Jedenfalls nicht erkennbar in diesem trüben Wasser. Da oben? Nee, das ist nur. Das ist nix. Okay. Gut, jetzt muss ich erstmal wieder den Ausgang finden. Ja. Ach, da oben. Okay, da. Das ist das auch nichts, ne? Das ist nur Licht. Ja, okay. Gut, dann gehen wir wieder raus. Hier oben lang. Okay, dann war es das, glaube ich. Wie gesagt, da ist noch was hier hinten links. Das würde ich mir natürlich noch
entgehen lassen. Das hat mir nicht mal angezeigt. Oh, was ist das denn hier? Okay, das ist nix. Was ist das da? Das ist der Ausgang, kann das sein? Ja, das ist der Ausgang. Ja, das ist der Ausgang. Okay, nochmal zurück eben. Ich bin der Meinung, da war noch was. Da, gucke mal, da drüben. Da hat's geblunken. Was haben wir denn da? Eine Kiste. Okay, ja gut, naja. Ja, 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 nehme ich auch. Oh ja, oh ja. Und hier ist... Was haben wir denn hier? Das... Auf jeden Fall intensive... Kampfmusik haben wir hier. Yo, Schweinchen greift mich an. Ich sollte das Wasser abschütteln. Wow. Irgendwas hat mich entdeckt. Wo sind wir denn jetzt? Ach, da in der Mitte irgendwo. Ja gut, aber wir haben die Kaverne leer gelootet. Wer kämpft denn hier gegen wen, bitte? Ach, da sind Utaru. War da gerade nicht noch ein Klingenstingsbums? Robo-Velo, würde Sweetie sagen. Sah gerade so aus. Okay, dann habe ich mich verguckt. Verguckt. Ich weiß aber, dass hier noch was war. Da hinten. Da habe ich was liegen sehen. Oh, Krütlands. Schön. Nice. Einfach so. Ja, nehmen wir. Ah, eine alte Ruine. Aber die haben wir, glaube ich, schon abgeschlossen, ne? Oder? Ah, ja, 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 haben wir schon abgeschlossen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, auf zum Feuer. Von dort aus dann zurück zu den Utaru. Obwohl, wir könnten auch hinlaufen. Wäre, glaube ich, gar nicht so unschön, sich mal ein bisschen in die Richtung zu bewegen. Ich mag das Spazieren ja in Spielen. Ich weiß, man könnte viel schneller und... Oh, das sind die, die ich gesehen hatte. Okay. Der hat seinen eigenen umgeworfen. Wie doof. Jetzt sind sie alarmiert. Ja, jetzt sind sie es. Friss das! Alter, ins Knie! Leck mich fett! Der Arme, der steht noch! Wie kann er denn? Oh, kann der bitte jetzt hier... Danke, der ist One-Shot. Wo sind die Falle hier? Komm mal her! Komm mal her mit deiner Kackfalle.
Komm mal hier reingelaufen, bitte. Ja, ja, Rebellion. Was? Hier, guck mal. Star Wars oder was? Sag mal, kannst du mal nicht um die Falle drumherum laufen, sondern in die Falle rein? Na, endlich. Alter, ich treffe das scheiß Ding nicht, ne? Ah, siehst du, das brauche ich. Jawoll. Auf die Fremde zielen. Ja, ja, zieh mal. Oh, weißt du was? Die stecke ich mal so einen Bohrer auf die Stirn. Funktioniert das? Nee, leider nicht. Schade. Das wäre es jetzt gewesen, wenn er sich... Ja, hier. Geh mal schlafen. Wer sind da noch? Da hinten. Ja, hier bin ich. Guck mal, ich bin ganz offen. Schau mal, siehst du das? Da bin ich. Guck mal, da bin ich. Hast du gesehen? Steck dir im Kopf. Lass dir mal durch den Kopf gehen, warte. Hier, 1, 2, 3 und tschüss. Ey, was? Das war kein Headshot. Och, Mann. Nervt mich gerade. Oh. Na, endlich. Okay, nochmal so ein Klingendingsbums. Nice. Oh, es wird langsam Nacht. Wird langsam dunkel. Schön, schön, schön. Haben wir die Rebellen jetzt eigentlich gerettet oder sind die alle gestorben? Nicht die Rebellen, die Utaru. Sind die jetzt alle elendig leider von den Rebellen natürlich? Wir haben damit nichts zu tun. Sind die leider draufgegangen? Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Ich glaube, er hat es noch nicht gesehen, muss ihm zeigen. Ich glaube, jetzt hat er es gemerkt. Hat er sich durch den Kopf gehen lassen, glaube ich. Ich glaube, die sind alle leider draufgegangen beim Rettungsversuch. Ah, schade. Es tut mir jetzt aber leid. Naja, umso mehr Loot für mich. Sehen wir es positiv. Dein Tod für meine Taschen ist doch schön. So, okay, gehen wir weiter. Ah, noch einer leider. Ah, schade. Die halten aber auch nichts aus. Kein Wunder, wenn die nur diese Blätterdinger tragen. Blätterklamotten. Oh, ein Fisch. Kriegen wir was Leckeres? Nee, leider nicht. Aber eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Huhn! Okay, das haben wir. Ja, cool. Guck mal, wären wir jetzt nicht spazieren gegangen, hätten wir die nie erwischt. Hätten wir das nie gesehen. Das wäre voll schade. So diese random Events... Man könnte zum Beispiel nicht diese tolle Nacht genießen. Diese wunderschöne Nacht genießen. Die Jägerdings haben wir schon fertig gemacht. Nee. Komm. Komm, ich will im Reiten, im Rennen auf dich aufsteigen. Jawoll, hat halbwegs geklappt. Naja. Das ist das Schnellste, was er kann. Der kann nicht schneller. Bin ich ein bisschen enttäuschend. Ich würde gerne in so einen Mammut reiten. Das wäre cool. Hallo. Ja. Hallo, guten Tag. Ich bin heute etwas langsam. Hä? Ich will rein. Lass mich durch. Ich steige lieber ab. Also. Das ist kein Ort für eine Maschine. Nicht? Schade. Wäre cool gewesen.